Hallo Leute und herzlich willkommen zum 10. Kampf hier bei Pancave vs. Seiner. Mit an meiner Stelle wieder Marcel, hallo. Hallihallo, auch an die Zuschauer, natürlich auch an dich, Julius. Freut mich, dass ich wieder hier bin. Ja, schön, dass du da bist. Zur späten Zeit. Genau, diese Woche etwas später alles. Dafür aber nächste Woche wieder regulär, also jetzt quasi danach nur eine ganz kurze Pause. Kurze Info noch vorab, für alle, die Interesse an einer Live-Version haben, in der Videobeschreibung könnt ihr auf den ersten Link klicken, dann kommt ihr zum Live-Commentary. Da haben wir den Kampf, logischerweise live aufgenommen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne reinziehen. So. Korrekt. Ansonsten, wie immer die obligatorische Frage, Marcel, hast du eine Hose an? Nein, warum hast du mit Tito Kick geleadet? Ja. Wieso ich mit Nidoking geleadet habe? Das ist deine Frage? Ja. Oder willst du doch wissen, ob ich eine Hose trage? Ich sage so, bei der Temperatur könnte ich durchaus nachvollziehen, wenn du sagen würdest, nein. Ich möchte dazu noch keine Angaben geben. Da gibt es eine andere Website, wo ich das gerne nochmal genauer erklären darf. Ah, okay, gut. Dann aber das erklär ist mir lieber falsch. Mal, steck auch mit You an, aber nicht... Egal. Dann erklär mir lieber, was du dir bei Nidoking gedacht hast. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist wahrscheinlich auch für die Zuschauer viel angenehmer. Ja. Also, Nidoking. Nidoking, ein Pokémon, welches ich so aufgebaut habe, dass es dein gesamtes Team eben outspeeden kann. Und dann habe ich mir eben überlegt, Nidoking, also ich habe erstmal jedes Pokémon mir natürlich angeschaut und dachte mir so, welches Pokémon setzt du zuerst ein, was am meisten gegen deine Pokémon, gegen alle deine Pokémon ausrichten kann? Also, sprich, für mich war es nicht hundertprozentig klar, welches Pokémon du zuerst einsetzt. Es hätten ja viele sein können. Und deswegen habe ich eher darauf geguckt, welches Pokémon kann jetzt das meiste an deinen Pokémon eben anrichten. Tatsächlich waren da zwei Pokémon mir im Kopf. Zunächst entweder Palkia oder halt Nidoking. Ich habe mich dann aber doch für Nidoking eben entschieden, weil das halt deine Pokémon alle outspeedet samt und ich somit halt direkt den Damage machen kann. Sofort und womöglich, kommt darauf an, welches Pokémon du dann da halt eben wieder einsetzt, sofort zu einem One-Hit-KO. Während bei Palkia es hätte sogar so passieren können, dass du hättest ein Pokémon einsetzen können. Ich nenne jetzt einfach mal beispielsweise Amphira, ist jetzt nur ein Beispiel, welches zum Beispiel vorher noch etwas hätte machen können, bevor ich angegriffen hätte. Und hätte ich aber Nidoking zum Beispiel jetzt gehabt und du setzt Amphira ein, wäre das wieder etwas anderes gewesen. Ich hätte dich outspeedet und Amphira sogar besiegen können. Aber ich möchte mich jetzt mal gerne dafür, oder ich würde mich mal gerne dafür interessieren, wieso du dich eigentlich für Maxax jetzt eigentlich entschieden hast und nicht für die Pokémon, die ich vielleicht in meinem Kopf hatte. Tja, ich habe in meinem Teambuilding gesagt, dass ich diesen Kampf mal anders angehen möchte. Normalerweise bin ich ja der Spieler, der am Anfang relativ safe spielt, vielleicht irgendwie Hazards rauslegt oder sowas und mal guckt, ja, was kann man so mit deinem Team machen und dann am Ende mit einem Pokémon durchsweept. Das habe ich dieses Mal komplett über den Haufen geworfen und habe gesagt, ich möchte direkt mit einem Pokémon anfangen, was potenziell dein ganzes Team zerstören kann. Und wenn das halt down geht, dann ist das halt down, hat aber hoffentlich sehr viel Schaden angerichtet und hat der Rest meines Teams leichtes Spiel. Und deswegen habe ich hier mit Maxax geleadet, weil es gegen jedes deiner Pokémon eine sehr effektive Attacke hat. Und witzigerweise haben wir uns bei unseren Leads jeweils genau das Gleiche gedacht. Ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, wessen Strategie ist da aufgegangen? Schauen wir mal in den Kampf rein. Jo, starte den Kampf bitte. Korrekt. Ach ja, Mensch. Da sieht man wieder die wunderschöne Pose von mir. Ich finde es schön, dass ich immer direkt so der Start, so, dass ich immer so den Start darstelle im Kampf. Ja. Finde ich immer ganz gut. Fängt immer gut an. Pokémon-technisch macht hier den Start Alcohol Hex und Nidoking. Ich finde den Spitznamen geil. Ich finde ihn auch ziemlich lustig. Hast du dir was richtig Lustiges bei gedacht? Dankeschön. Ja, da bist du aber tatsächlich gar nicht drin geblieben. Nee, ich bin nicht drin geblieben, weil ich mir halt gedacht habe, also du könntest jetzt Dragon Dance beispielsweise machen, aber ich bin davon überhaupt gar nicht ausgegangen. Ich dachte mir zuerst tatsächlich so, du gehst vielleicht irgendwie auf eine Attacke, die mir gut Schaden machen könnte. Gut, ich hätte tatsächlich Angst gehabt, weil ich habe in dem Moment auch gar nicht dran gedacht, Erdbeben, dass du es ja haben könntest. So, und dann wäre die Anzi halt selber auch weg gewesen. Da ist mir eingefallen, ach, warte mal, du kannst doch Erdbeben haben. Das wirst du jetzt auch höchstwahrscheinlich einsetzen gegen die Anzi, weil Drachenattacken würden ja hier nichts bringen. Richtig von mir, predicted. So habe ich meinen Huafne jetzt draußen. Und dann dachte ich mir, warte mal, was ist jetzt hier genau passiert? Du outspeedest mich plus, es reicht aus. Obwohl ich ja eigentlich damit gerecht, oder wobei ich eigentlich dafür gesorgt habe, dass Uhafnir mit einer guten Defensiv, ich habe das Pokémon ja ein bisschen defensiver aufgebaut, eigentlich ausreichen sollte. Tja,
Ich habe also tatsächlich vorher ausgerechnet, das habe ich auch im Teambuilding gesagt, dass dein Uhafnir nichts tanken kann. Das ist gut. Safer One-Hit-KO gewesen. Da konntest du absolut nichts machen. Ein full-physisch-defensives Uhafnir hätte das nicht gestanden. Nicht nach einem Dragon Dance. Aber jetzt ist das weg und du holst dein Uhafnir rein. Und Pilzspore, Schlaf, ja. Ich habe mir schon gedacht, schade. Das war's schon mit Maxax hier. Kann ich leider nichts mehr machen. Ich schlafe jetzt logischerweise die erste Runde. Und jetzt kommt es drauf an. Kann ich aufwachen oder nicht? Und ich wache auf tatsächlich. Da kommt die Drachenklaue für das Palkia. Und Palkia hätte das theoretisch überleben können, wenn du es full defensiv gespielt hättest. Aber so nicht. Und ja, das ist jetzt ein Problem. So kommt es halt jetzt dazu. Das ist ein Riesenproblem für mich. Und dann versuche ich halt jetzt nochmal genau dasselbe. Mit dem, ja, ich habe mir jetzt im Kopf gedacht gehabt, Aeroas, vielleicht wird es ja nicht ausreichen, wenn es eine niedrige Roll wird, aber es reicht halt aus. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich den Pokémon eben nicht nochmal einschlafen kann, einschläfern kann und ich, dass ich halt eben damit Work machen kann. Dachte mir dann aber eben, Muramura schicke ich rein, du wirst jetzt wahrscheinlich auf Erdbeben gehen, aber ich habe auf Muramura ja den Fokus rot. Und deswegen dachte ich mir, okay, wirst du wahrscheinlich jetzt mit Gyroball einsetzen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich keinen Gyroball habe. Ich habe keinen Gyroball. Ich habe Toxin an der Stelle von Gyroball. Ich weiß nicht wieso. Und dann gehe ich hier auf Steinkante, um dir ein bisschen Damage eben zu machen. Ich wusste, dass jetzt Muramura eben down gehen würde. Setzt aber, also, dass hier die Steinkante eben daneben geht. Es ist mein Glück, ey. Aber dass halt eben die Steinkante hier daneben geht, wäre so gesehen eigentlich, naja, es wäre mein letzter Play gewesen, hätte es getroffen, um jetzt Nidoking eben rauszuschicken. Weil Nidoking sollte dich eigentlich outspeeden, was aber auch nicht der Fall ist. Und somit kann ich das auch wieder verfliegen, denn Nidoking sollte eigentlich Icebeam einsetzen, also Eisstrahl. Am besten halt eben nach der Steinkante, um dein, naja, Maxax eben dann doch zu besiegen, was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, also bei dem Gyroball haben wir ja schon festgestellt, das hat keinen Unterschied gemacht, weil ich hatte hier den Fokus-Score, das heißt, das hätte ich auf jeden Fall auch überlebt. Und beim Nidoking hast du gesagt, hast du gespeed-creep und deswegen hat es nicht gereicht, richtig? Korrekt, ja. Ich habe nämlich dafür gesorgt, dass ich halt eben deinen Amphira outspeede und halt Dragon Dance, also eben plus ein Speed, Maxax eben nicht. Darauf habe ich nicht geachtet, nein. Ja, und damit geht dein Mega Diancie down. Das war dein letztes Pokémon. Ich habe dich damit 6-0 besiegt und das war das zweite 6-0 in dieser Serie. Und ich würde sagen, damit habe ich die Klatsche, die du, weiß ich nicht, in Part 2 oder 3 oder so gemacht hast, jetzt endlich mal zurückgeben können. Hab mich dafür endlich mal revanchieren können und ich würde sagen, jetzt sind wir, was das angeht, erstmal wieder quitt. Und auf jeden Fall quitt auch, wenn man sich den letzten Part natürlich anschaut. Weil da ist ja ungefähr dasselbe irgendwie passiert. Nur dass halt du hast halt diesen Aurora-Well nicht hinbekommen und dann gab es auch ein Pokémon, was dem dann komplett durch dein Team gerast ist, so wie es da hier ist. Du hast einmal Dragon Dance rausbekommen und rest über mein Team. Richtig. Das ist auch wieder vergleichbar damit. Also wir gleichen uns, was das geht, ganz gut aus. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das war ein sehr, sehr kurzer Kampf. Ich empfehle euch, schaut unten in die Videobeschreibung, da findet ihr nochmal die Live-Version. Die ist, finde ich, doch trotzdem unterhaltsam. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Donnerstagnachmittag. Wir sehen uns hoffentlich Samstag zum nächsten Draft wieder. Da haben wir uns wieder was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Also schaltet auf jeden Fall ein. Ich bedanke mich bei euch und natürlich auch bei Marcel fürs Mitmachen. Und bis dann. Ciao. Ciao.